Wie in jeder Champions League-Woche nach den Dienstags folgen die Mittwochspiele. Und das unter anderem mit Bayern gegen Kiew. Aber los geht's mit Atalanta Bergamo gegen die super krassen Young Boys aus Bern. Oh Mann, haben die vielen Leuten graue Haare beschert, mir inklusive. Ich war vorher schwarzhaarig und nach diesem Spiel gegen Manchester United eben nicht mehr. Der Tabellenführer in dieser Gruppe mit dem 2-1-Sieg gegen Cristiano Ronaldo und Co. Jetzt zu Gast beim Tabellenzweiten in Bergamo, die ja 2-2 gespielt haben. Im Verfolgerduell hätte man fast gesagt. Aber jetzt sind sie natürlich hier klarer Favorit. Nachdem sie gegen Villarreal ja 2-2 gespielt haben und zu Hause gegen Young Boys sicher nicht so locker an die Sache rangehen wie Manchester United, die dann eben diese Young Boys extrem unterschätzt haben. Diese Young Boys Berlin, gecoacht von dem Wagner, dem Ex-Schalke-Trainer. Wahnsinn, was der da jetzt erreicht. Er hat die letzten 4 Europaspiele in Folge gewonnen, natürlich mit den Qualifikationsspielen für die Champions League. Hat jetzt auch eine spannende Quote, auf die man nicht setzen braucht. Vielleicht hat die 1,51 sogar auf Atalanta Value, weil die in Wirklichkeit schon deutlich stärker sind und locker 8 von 10 Spielen daheim gewinnen sollten. Auf der anderen Seite kann dieser Sieg gegen Man U beflügeln und Bern vielleicht weiter jetzt überraschen. Und die haben jetzt bestimmt auch die Idee, in mindestens Dritter zu werden und werden hier alles reinlegen. Also schwieriges Ding, aber wenn man jetzt jemanden motivieren kann, dann wahrscheinlich die Jungs aus Bern. Ja, und fast schon eine Frechheit eigentlich dann diese Quote auf den Tabellenführer. Da ist natürlich dann wenig zu holen, wenn man auf Atalanta setzt. Könnte auch ein enges Ding werden. Und Zenit St. Petersburg gegen Malmö, das ist ja auch jetzt ein Spiel, das jetzt für eine Champions League nicht unbedingt für Gänsehaut sorgt. Zenit hat sich immerhin relativ wacker geschlagen, 0-1 bei Chelsea. Das hat im Champions League-Finale Manchester City auch nicht besser hingekriegt. Und deswegen ist das schon eine gute Sache. Vielleicht Zenit deswegen zu Hause auch Favorit. Malmö hat 3-0 gegen Juve verloren, aber die Quote auf St. Petersburg mit 1,6 natürlich auch so in dem Bereich, wo man sagt, Zenit St. Petersburg, sind die so viel besser? Normal schon, aber auch ein Unentschieden würde jetzt kein vom Sofa runterfegen und deswegen ja, weiter zu einem Spiel, bei dem wir mehr Interesse haben, das uns reinzuziehen, Bayern München gegen Kiew. Und Kiew war ja letzte Saison immer mal wieder für eine Überraschung gut. Die haben ja gegen Real in der vergangenen Saison zum Beispiel ganz gut gespielt. Oder war es gegen Barcelona, irgendwo in Spanien. Und im ersten Spiel immerhin gegen Benfica zu Hause 0-0 gespielt. Also das ist eine Mannschaft, die kann man ganz schwer einschätzen. Was die Bayern drauf haben, haben sie gegen Barcelona eindrucksvoll gezeigt. In der Bundesliga auch die letzten paar Spieltage. Also unter Nagelsmann ist der FC Bayern jetzt wieder ja, zu Topform aufgelaufen. Aber die Quoten ja, geben natürlich wenig her. Du sagst es, was willst du hier machen? Du könntest mal so zum Spaß Asian Handicaps anschauen, aber auch beim FC Bayern weißt du halt nicht, wie die jetzt in der Champions League da drüber fegen. Eine minus 3 hat eine 2,2, da könnte man eher plus 3 Kiew machen. Wir hatten schon mal die Idee, auf Bochum plus 3 zu gehen. Bei Kiew hätte ich jetzt genauso viel Bauchschmerzen wie im Nachgang oder nach 5 Minuten gegen Bochum. Auf jeden Fall braucht man nicht gegen Bayern wetten und bei den Quoten auch nicht auf den FC Bayern. Benfica gerade gesehen, das andere Duell in dieser Gruppe. Mein Stiefvater wird zum Bayern-Spiel nach Lissabon fliegen. Ich war ja erst dort ein paar Wochen. Jetzt empfangen die Barcelona, dass die da zu Hause was reißen. Ist nicht unmöglich, wenn man den FC Barcelona gegen Bayern gesehen hat. Das war schon wahrscheinlich der schlechteste FC Barcelona aller Zeiten und sogar schlechter als die damals 8-1 irgendwas verloren haben. Weil also, da war ja gar keiner gut bei denen. Also das ist schade. Aber andererseits, wenn Barcelona
immer noch mit diesem Milliardenkader fast, der oder halbe Milliarde sollte ja schon mal wert sein, irgendwo spielt und eine 2,5er-Quote kriegt, dann muss man die ja eigentlich fast mitnehmen, weil Angst haben müssen die vor Benfica jetzt sicher auch nicht. Sehe ich ganz genauso wie du. Also du hast es ja auch beim Spiel gegen Bayern gesagt, die Marktwerte, die taugen dir zwar überhaupt nicht und das ist irgendwie ein bisschen ungleichmäßig bewertet. Wenn du jetzt bei Barcelona spielst und vielleicht noch ein junger Spieler bist, hast du gleich so einen exponentiell hohen Marktwert versus die vom FC Bayern, die deutlich drunter sind. Also die Quote so oder so, was man von Marktwerten halten möchte, hat Value und ich finde, wir sollten hier Barcelona auch nicht schlechter reden, als sie vielleicht tatsächlich sind. Auf 2,5 und ciao. Ja, und die haben ja auch Wiedergutmachungspflicht hier genau. In diesem Spiel und von Barcelona nach Lissabon ist auch nicht so weit. Kann man jetzt nicht von einem schweren Auswärtsspiel unbedingt sprechen, wenn auch die Portugiesen hier wahrscheinlich höchst motiviert sein werden. Chelsea. Juve gegen Chelsea. Das war ja, hätte man denken können, in der letzten Saison mit Ronaldo noch bei Juve, eigentlich fast ein Spiel so auf Augenhöhe. Jetzt hat Chelsea die Champions League gewonnen. Klar läuft es bei denen in der Premier League auch nicht optimal bisher so, aber es ist ja doch ein Unterschied und Juve, ja, da läuft gar nichts mehr irgendwie zusammen. Deswegen ist Chelsea jetzt hier mit einer Zweierquote Favorit. Gefährlich finde ich auch. Juve sollte man genauso wenig abschreiben wie Barcelona, aber hier sehe ich Chelsea schon einfach stärker. Also ich bin von Juve ein bisschen enttäuscht gewesen in den letzten Spielen. Ja, also vielleicht ganz kurz zu Chelsea, die haben jetzt am Wochenende gegen Man City verloren. Davor waren sie mehr oder weniger Tabellenerster und haben auch nur 1-0 verloren. Also die sind mit Liverpool und Man City, Man United eigentlich alle auf Platz 1. Also läuft jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Die Zweierquote gefällt mir trotzdem nicht. Die ist nämlich gefährlich. In der Champions League im ersten Spiel gegen Petersburg war es nur ein Gewürge. Oder gegen Kiew. Mach mich mal weg in Groß. Jetzt komme ich gerade in Straucheln. Ja, war schon Zenit. War schon Zenit. Das war auf jeden Fall enttäuschend. Dementsprechend habe ich hier schon Sorge auch von einem Unentschieden. Würde Chelsea auch theoretisch reichen. Also die Zweier ist auch nicht verkehrt. Aber Juve, die wollen natürlich jetzt auch beweisen, ohne Ronaldo, dass sie da was können. Haben auch einen guten Kader, darf man nicht unterschätzen. Also eher gegen Unentschieden oder gar keine Bitte. Ja, und Ronaldo ist ja bekanntermaßen zu Manchester United und die haben ja im ersten Spiel nicht so geglänzt. Jetzt sind sie mit 1,53 gegen Villarreal dann natürlich Favorit. Jetzt tut mir aber auch schwer bei dieser niedrigen Quote immer. Aber ich denke schon, dass United zurückschlagen muss, wenn wir die Spanier da nicht mal unterschätzen. Eine minus 1 auf Manchester United mit 1,85 würde mir reichen. Würde ich jetzt auch spielen, vor allem das Wochenende war wieder enttäuschend, wie der Champions League-Auftakt von Manchester United. Da haben sie 1-0 verloren, in der 93. Minute noch einen Elfmeter zum Ausgleich vergeigt. Also sind trotzdem in der Liga gut gestartet und jetzt wird es mal Zeit, dass sie einen raushauen. Minus 1 riskieren wir, weil ich glaube fest an den Man-U-Sieg. Und Salzburg gegen Lille, das ist ja einfach ein klassisches Unentschieden, dass Salzburg hier besser sein soll und diese Zweierquote als Favorit bekommt, sehe ich einfach nicht. Nee. Ich denke, das ist halt so eine extrem ausgeglichene Gruppe, wie die ersten Spiele ja gezeigt haben. Hier haben alle vier Teams einfach einen Punkt auf dem Konto und Lille hat gegen Wolfsburg unentschieden gespielt, Salzburg gegen Sevilla, schwer da einen Quervergleich herzustellen. Tendenziell würde ich Wolfsburg und Lille schon fast stärker einschätzen, aber ich denke, hier hat eine Wette auf Lille mit Asian Handicap Value, weil die Salzburger, ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, einfach in einer niedrigen oder international zweitklassigen Liga spielen, auch wenn UEFA-Koeffizienten und Fans der österreichischen Bundesliga da was anderes behaupten. Also sag mir einen guten Spieler in Österreich und ich zeige dir ein Pferd, das fliegen kann. Und deswegen Double Chance auf Lille mit Asian Handicap plus 0,5, 1,9. Das ist eine super Wette.
Sehe ich ganz genauso und möchte auch noch anmerken, die Gruppe, die erwartet man noch eher in der Euroleague oder Conference League und nicht in der Champions League. Also das ist eine Gruppe, wo, ich sag mal, du hast vorhin gesagt, Mannschaften zweiter Klasse in die K.O.-Phase kommen können. Sevilla ist auch nicht mehr das Sevilla der letzten Jahre, war es letztes Jahr schon nicht. Also schauen wir mal, dann geht es nämlich genau mit diesem Sevilla weiter gegen Wolfsburg. Die Wölfe haben das gemacht, was sie auch in der Liga sehr gut können. Gut verteidigen, wenig Tore schießen und irgendwie punkten. Ich glaube, mit dem Auftakt in der Champions League unentschieden bei Lille können sie echt gut leben. Jetzt muss man nachlegen. Ich glaube nicht an den Sieg von Wolfsburg. Ich glaube auch nicht, dass die taktische Ausrichtung jetzt so super offensiv sein wird. Auch hier ist es eine Quotenfrage. Ich denke ja eher ein Unentschieden mit Hang zu Sevilla. Ich sehe jetzt nicht irgendwie die Wölfe dieses Spiel dominieren, gewinnen. Aber X2 oder einfach nur X oder Asian Handicap 2 ist schon irgendwas. Nee, Asian Handicap 0 und dann die 2 ist auch was, was man machen kann, wenn man Lust hat, gegen ein deutsches Team zu wetten. Ja, und vor allem die Wölfe haben ja am Wochenende auch wieder in der Bundesliga nicht das gemacht, was sie hätten tun sollen und haben gegen Hoffenheim 3-1 verloren. Das hat uns Geld gekostet, deswegen hier nochmal Geld auf die Wölfe zu setzen, würde ich jetzt nicht tun. Aber ich habe auch jetzt echt keine Ambitionen, hier auf Sevilla zu setzen. Das liegt mir fern. Kann mir wirklich auch sehr gut vorstellen, dass die Wölfe das tun, was sie vielleicht am besten können, mit Ausnahme des Hoffenheim-Spiels, dass sie verteidigen und auf ihre Chance warten, die sie dann nicht bekommen, und Sevilla das Gleiche, sich hinten einigeln in einem Auswärtsspiel und dann geht es unentschieden mit wenigen Toren aus. Und wenn man hier die unter 2,5 anschaut, kriegst du immerhin eine 1,85. Das ist sehr schlecht für eine Untertorwette, deswegen auch Finger weg davon. Und dann sind wir schon wieder am Ende dieses zweiten Champions-League-Spieltags, bei dem sehr viele komische Spiele dabei sind. Falls ihr bessere Wetten findet, bitte in die Kommentare, dann können wir drüber reden. Ansonsten haben wir uns jetzt hier eigentlich nur dafür durchringen können, dass Barcelona immer noch gut genug sein müsste, um hier jetzt mal ein Ausrufezeichen zu setzen gegen Benfica. 2,5er Quote auf den FC Barcelona, eigentlich eine geile Sache. Ich bin für Chelsea, die haben eine Zweierquote, aber das ist auch irgendwie ein bisschen gefährlich, deswegen nur mit geringem Einsatz. Bei Manchester United minus 1 gibt es immerhin eine 1,85. Cristiano, auf geht's. Und bei Salzburg, die sind für mich nicht Favorit gegen Lille, deswegen Double Chance, Lille 1,92 oder so, eine sehr gute Sache. Genau. Sind wir mal gespannt, wie der Mittwoch so wird. Die Dienstagsspiele sind von Namen her deutlich attraktiver. Aber im Fußball kommt am Ende doch alles anders, wie man denkt. Und deshalb lasst uns darüber diskutieren. Bis dann.